willkommen hier auf meinem Kanal. Heute am Sonntag kriegt ihr meine Make-up-Wunschliste bzw. auch einen Teil Anti-Haul oder Nicht-Sicher-Haul Liste und ich werde euch dann praktisch immer hier Bilder einblenden, dass ihr praktisch, ich rutsche mal rüber, dass ihr praktisch immer sehen könnt, um welche Produkte es sich handelt. Ich habe mir eine schlaue Liste gemacht. Ich habe mir aber auch die Mühe gemacht, aus dem neuen Catrice Sortiments Update, was ja jetzt wohl zwischen Juli und August in die Läden kommt. Ich habe ja jetzt schon gesehen, dass bei Rossmann zum Beispiel ganz arg viele Sales gekommen sind. Ich werde euch erstmal so im internationalen Bereich sagen, Sachen, die mich jetzt sehr interessieren, ehrlich gesagt. Und da sage ich euch jetzt ganz arg aktuelle Sachen und natürlich auch Sachen, wo ich mir nicht ganz sicher bin, aber das sage ich euch immer dazu. Das erste, was ich sprechen möchte, ist die Huda Beauty das neue Setting Powder. Da bin ich mir nicht sicher, wie die Reviews ausfallen werden, weil zum Beispiel, was mich ein bisschen stört, ich habe ja zum Beispiel super gerne dieses Essence Brighten Up Powder und Leute, ich liebe es, weil sonst wäre da sicher nicht der Boden angekratzt. Dann habe ich ja noch dieses Cody Airspun, was ich ja super, super gerne benutze, was pro Topf, keine Ahnung, 20 Euro kostet vielleicht, aber für 300 Gramm oder so ungefühlt. Dann benutze ich ja mein Hourglass Puder zum Beispiel, das habe ich mir auch ganz neu gekauft, das liegt auch so um die 50 Euro, wo ich einfach sagen muss, ich kann halt nicht wissen, ob wie das Puder ist. Ich werde mir auf jeden Fall mal, ich habe eine Freundin, die Isabel, die wird das jetzt testen und die wird mir bestimmt eine Rückmeldung darüber geben können. Bei öliger Haut zum Beispiel kann ich eigentlich sehr viel Setting-Puder benutzen, weil sowieso irgendwann im Laufe der Zeit das Öl durchkommt und praktisch die Konsistenzen sich wieder besser vermischen werden. Da werde ich aber definitiv die Reviews abwarten. Die neue BH Oasis Palette ist jetzt rausgekommen. Die mittlerweile ist es ja bei BH Cosmetics so, dass sie im amerikanischen wie auch im deutschen BH-Seite praktisch zur selben Zeit dieselben Sachen findet. Finde ich sehr, sehr cool, weil ihr müsst sozusagen so nicht lange warten. Diese Palette werde ich mir nicht kaufen, weil ich habe bei BH ist halt diese Verführung, gerade weil sie so günstig sind, wirklich so, so krass, dass man einfach sagt, bestellen, bestellen, bestellen. Ich bin mittlerweile bis oben hin voll mit Paletten. Also wenn ich jetzt wieder ein Paletten-Update drehen könnte, oh mein Gott. Ich habe mir erst die Festival-Palette gekauft. Ich habe auch noch einige andere Paletten hier rumfahren, die ich immer noch nicht ganz benutzt habe. Und deswegen, also ich bin sicher nicht ein Mensch, der auf dem Low-Buy sich konkret halten kann, aber ich möchte diese Palette eigentlich auch nicht haben. Also ich finde halt dieses, ich bin es auch irgendwo voll satt, also ihr habt jetzt praktisch diese Neutral Palette, ja, mit einem Blau drin oder zwei Blau, das finde ich jetzt zum Beispiel blöd. Ich habe zum Beispiel diesen Look, das Video habe ich ja gestern schon hochgeladen, den Colourpop All, habe ich ja geschminkt mit dieser Colourpop Mar Palette. Es ist nicht so, dass ich nicht schon eine Art Türkis in meiner Sammlung habe. Das zum Beispiel fand ich jetzt sehr, sehr unique, deswegen habe ich es mir auch gekauft. Dann habe ich noch eine absolute Empfehlung für euch. Und zwar die Dare to Create Palette wird es wieder bei Morphe geben. Und zwar ist das eine Palette, die ich unnormal oft benutzt habe. Wenn ich zum Beispiel in den Urlaub gehe, wenn ich zum Beispiel... Moment, mir ist es runtergefallen. Wenn ich zum Beispiel irgendwas schminke, was extrem colorful sein soll, dann könnt ihr euch sicher sein, dass diese Palette nie weit weg von meinem Tisch gewesen ist. Ihr habt eine ganze Reihe Transition Shades, ihr habt ganz, ganz viele Shades. Ich glaube, die kostet, ohne Scheiß, ich glaube, gerade mal 26 Euro, Leute. Die gab es letzten Weihnachten. Ich glaube, James Charles war damals das Gesicht dafür. Und ich habe die mir gekauft. Leute, ich habe die noch keinen einzigen Tag bereut. Ich versuche euch mal hier ein Picture reinzumachen. Da war ich mit meiner, das ist übrigens meine beste Freundin, die Corinna. Und mit der habe ich einen Look geschminkt. Also ich habe praktisch einen ähnlichen Look wie hier, nur dass praktisch in der Mitte dunkler war und ein NYX Glitter in der Farbe Teal drüber gewesen ist. Diese Palette kann ich euch super empfehlen. Das ist jetzt eine Make-up-Empfehlung. Das ist jetzt keine Wunschliste, da ich sie jetzt schon habe. Dann gibt es von Milani zwei neue Paletten. Die Soft and Sultry und die Pure Passion. Die gräulichere von beiden ist jetzt gar nicht meins, weil ich bin überhaupt nicht, also entweder bin ich smoky oder bin ich nicht, aber ich bin nicht so Cool Tone unterwegs. Ich mag keine Lavendel mit graustichfarbenen Lila oder sowas. Wenn, bin ich komplett warm oder komplett kühl wie jetzt, obwohl ich finde, dass dieser Look zum Beispiel sehr, von der Farbe her sehr ungewöhnlich ist, aber für mich total tragbar. Ich würde jetzt beide nicht haben wollen, weil ich einfach, ich weiß, dass Milani wahnsinnig gut aufgeholt hat, was die Preise, also auch mittlerweile was die Preise angeht. Die werden, denke ich mal, so um die 22, 23 Euro. Ich kann euch nur in etwa sagen, was sie kosten, weil bei manchen weiß ich es gar nicht genau. Also etwa 22 Euro bei Cosmetic for Less und ich glaube sogar bei,
wie heißt es, Hype Cosmetics gibt es die beiden. Also früher hieß es, glaube, nee, heißt es immer noch so, ich weiß gar nicht. Gab es die, hatten die kosten so ein bisschen mehr wie 20 Euro. Das finde ich jetzt ein bisschen too much. Ich würde dann lieber 50 Euro ausgeben und mir eine Luna Beauty oder Jeffree Star Palette kaufen. Dann habe ich noch eine, ich glaube, die wird auf jeden Fall einziehen. Die Norina Palette von Anastasia Beverly Hills kommt jetzt, ich glaube, am 17. diesen Monat, also nächste Woche, wird die gelauncht. Ich werde sie mir aber erst besorgen, wenn sie praktisch entweder, also jetzt eher Ende des Monats, weil ich habe jetzt, wie gesagt, das ist jetzt so eine Palette, wo ich jetzt von Jeffree Star ganz tolle Reviews gesehen habe. Soll sehr gut zu verblenden sein, super schöne Schimmerfarben. Das ist eher so was, was zwar cool-toned ist, aber wo ihr super mit arbeiten könnt. Die wird definitiv einziehen. Dann, ich warte irgendwie schon seit Wochen, Monaten auf die Chris and Dominique Lemonade Palette. Ich finde die wunderschön. Ich weiß nicht, was mich an dieser so anmacht. Ich finde zum Beispiel dieses Schimmergelb total geil. Ich finde auch dieses bläuliche Türkis total geil. Ich habe die erste Palette und zwar, wo ist sie? Ich habe sie, ich glaube, ich habe die jetzt hier in dem Stack drin. Ich habe die Latte Palette. Die habe ich mir damals gekauft. Und Leute, die Qualität ist out of this world. Also ich liebe diese Palette. Also die wird auch unnormal oft benutzt, wie ihr natürlich öfter von diesem Video hören werdet. Aber ich benutze die wirklich wahnsinnig häufig. Die Preise sind wirklich in Ordnung. Also sie liegt so um die 40 Euro. Ich glaube, letztes Mal habe ich für die 37, 38 Euro bezahlt. Sehr, sehr cool. Ich habe die bei Beauty Bay erhalten und die war wirklich sehr, sehr schnell ausverkauft, aber auch schnell wieder da. Dann haben wir hier die Laura Lee. Ich glaube, das sind Liquid Lipsticks. Die gibt es in einem Bundle. Das muss ich mir allerdings angucken. Das weiß ich nicht. Ich finde die Farben sehr schön. Ich habe die Swatches gesehen. Also ich finde auch, dass die mir gut stehen würden. Das würde halt eher in diese Richtung gehen. Würde aber gerne die Formulierung testen und denke, dass die mal in einem Körbchen irgendwann, wenn mir langweilig ist, reinwandern werden. Dann hat Laura Lee zwei Paletten gelauncht und weiß, es gab einmal Party Animal und einmal irgendwas mit Boss Girl oder andersrum. Hier seht ihr die Bilder. Ich finde beide sehr schön. Ich finde diese Grelle sehr cool. Ich habe gesehen, dass sie ganz, ganz tolle Look damit kreiert hat. Dieses Bundle ist auch recht günstig. Also ich glaube, beide Lidschattenpaletten sind dann halt wirklich nur so, ich schätze mal so groß und ein bisschen länglicher, kosten so 33 Dollar. Das heißt, liegt so um die 30 Euro für beide. Kommt in einem tollen Bundle. Ich weiß allerdings nicht, ob dieses Bundle das bei Beauty Bay gibt. Aber jetzt für 17, 18 Euro würde ich mir eher die farbige davon holen. Ich weiß jetzt noch nicht, kommt drauf an, wenn das Bundle da ist, hole ich mir das Bundle, wenn nicht. Ich habe die Nudie Patootie zum Beispiel, habe ich mir nie gekauft. Weil ich irgendwie, ich zeige euch sehr gerne auch hier ein Bild davon. Die Nudie Patootie hat mich nie irgendwie angemacht. Ich habe halt versucht, meine Begeisterung dafür irgendwie in Zaum zu halten. Ich weiß, dass sie sehr, sehr gut ist. Ich weiß auch, dass sie sehr, sehr schön ist. Aber sie entspricht einfach nicht meinem Hautton. Also ich brauche mal irgendwie ein bisschen mehr Wumms und so. Und das ist halt irgendwie nett. Dann ein neuer, also eigentlich ein Launch, der schon längst hätte passieren sollen. Und zwar das Jaclyn Hill Vault. Sie hat ja praktisch ganz, ganz viele Farben in dieser Jaclyn Hill Palette. Die habe ich ja auch. Da war ich damals unnormal begeistert von. Also ich habe, beziehungsweise immer noch. Also ich benutze sie allerdings jetzt gerade halt nicht so häufig, weil ich halt immer so viele Reviews mache für andere Paletten, die ihr jetzt noch nicht gesehen habt. Es ist halt wirklich eine tolle Farbkombination. Ihr habt wirklich, ich hoffe, dass ihr das Bild auch dahin passt. Ich hoffe, dass ihr verstehen könnt, dass ich irgendwie nicht immer alles kaufen kann und auch nicht werde. Momentan muss ich gerade sagen, dass ich jetzt keinen Bock auf das Bundle hätte und zwar aus folgendem Grund. Sie hat ja praktisch das gelauncht, die hat die PR-Pakete rausgeschickt und diese Reviews waren, ey, das war Dritte Weltkrieg. Das war Katastrophe, was, wie die ausgesehen haben. Die haben gepatcht, die sahen so, Entschuldigung, scheiße aus, dass ich sagen muss, das kann nicht sein, dass wenn eine Jaclyn Hill irgendwas launcht, ja, dass das so aussehen muss. Also, m-m. Und deswegen habe ich halt gesagt, das schaue ich mir jetzt nochmal an. Es soll ja schon seit dem, also letzten Monat zum 26., 27. hätte es rauskommen sollen. Immer noch nicht ist es rausgekommen. Jetzt bin ich mir halt sehr unsicher, ob sie an der Formulierung was verändert haben oder nicht. Ich gucke es mir an. Die ganzen vier würden kosten, glaube ich, knapp 50 Euro. Ich finde das total in Ordnung. Es sind wirklich geile Farben dabei. Sie selber hat ja geswatcht, aber kein Augenlook gemacht. Deswegen weiß ich nicht, was sie für eine Palette hatte. Ich hatte auf jeden Fall richtig Bock, die zu kaufen. Momentan ist sie eher,
Also da muss schon ein extra Video kommen, wo sie sich nochmal entschuldigt oder wo sie nochmal was erklärt, weil ich wüsste jetzt momentan nicht, warum ich sie kaufen sollte. Weil die ganzen Farben, zum Beispiel dieses Grün und dieses Limonengrüne oder das Lila, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich bin auch sehr begeistert von den ganzen Morphe-Paletten, aber nicht von diesem Lounge. Dann kommt noch raus die neue Warrior-Palette von Juvia's Place. Die finde ich sehr, sehr schön. Ich denke, dass ich die mir holen werde, weil die kostet so ein bisschen mehr wie 20 Euro. Aber ich werde mir erst holen, wenn es sie bei Beauty Bay gibt, weil bei Juvia's Place selber zu bestellen ist eine Katastrophe. Man zahlt so viel Shipping-Gebühren. Das ist jetzt eher nichts, was mir gefallen würde. Dann haben wir noch ein Lounge, wo ich mir die direkt aus den USA bestellen werde. Und zwar ist es die neue Dose of Colors in I Love Sarahi Kollaboration. Leute, schaut euch bitte diese ganzen Bilder an. Sie sind unnormal schön. Wunderschöne Frau. Sie hat, ich glaube, vier, fünf Liquid Lipsticks. Sie werde ich alle haben wollen. Die Glosse eher nicht. Das bin ich mir nicht so sicher. Dann hat sie eine Palette rausgebracht mit einem so geilen Grün. Das heißt, glaube ich, Palma oder so. Auf jeden Fall, ich zeige euch die Bilder, die ich finden kann hier. Die werde ich definitiv bei Dose of Colors selber bestellen in Amerika, weil ich mir sicher bin, dass ich die hier nicht bekommen werde. Und bevor das passiert, werde ich in den USA bestellen. Es gab jetzt noch ein paar Sachen, die ich euch hier in praktisch in unserem Ländle sagen will, was mir sehr, sehr gut gefällt. Catrice hat ja ein Sortiments-Update gemacht. Und ich werde euch mal die Produkte zeigen, die ich mir angucke oder die ich mir kaufen werde. Jetzt haben wir einmal hier die Light Correcting Serum Drops. Das sind praktisch sowas wie so ein Primer. Gucke ich mir an, weiß noch nicht, ob die kaufen würde. Dann haben wir noch die Blushboxen. Ich bin mir nicht sicher, ob das Blush einzeln sind oder halt in so eine tatsächlich in eine Blushbox. Die gucke ich mir an. Dann gibt es einen Eye Primer, eine sogenannte Eye Foundation. Die gucke ich mir auch an, weil das ist so ein Eye Primer, finde ich eigentlich ganz gut. Ich benutze eigentlich super, super gerne diese Concealer dazu, aber das probiere ich mir an. Dann gibt es den Brow Artist, finde ich auch sehr cool. Ich liebe Brow Artist. Ich habe eigentlich den Make Me Brow von Essence. Den hat ja eigentlich Gott und die Welt, glaube ich, jeder in der Schublade. Gucke ich mir aber an, da muss ich mal Spürstle gucken, ob mir das passt. Dann gibt es die Triangle Artist Brushes, die mir auch sehr gut gefallen haben. Ich habe eine ähnliche Somewhere Here Over the Rainbow. Habe ich eine Artist Brush. Ich glaube, ja, genau, diese hier. Und dieses richtig, richtig geil, wenn ich zum Beispiel sehr, sehr aufwendiges, also heute zum Beispiel habe ich das auch benutzt, das habe ich aber schon wieder sauber, bin dann hier rein und habe praktisch rüber gebufft und kommt wirklich mit dem Concealer bis in die Augeninnenwinkel und könnt richtig Druck ausüben, um praktisch das zu einzuarbeiten. Das gibt es dann jetzt praktisch als Make-up-Brush. Ich finde das eigentlich sehr cool. Ich trage allerdings meine Foundation mit diesem ganz günstigen I Want Candy Brush auf. Das habt ihr schon erfahren. Das habe ich mir mal von der Heidi besorgt, aber richtig, richtig geil. Dann gibt es noch Contour-Sticks, die halt eine schöne Kante haben, die mich sehr an die Hourglass-Sticks erinnern. Die schaue ich mir an, aber kaufen noch, weiß ich noch nicht. Dann gibt es Hydrating Drops, wo ihr praktisch in eure Foundation reinmachen könnt, wenn ihr ein bisschen mehr Feuchtigkeit für eure Haut braucht. Finde ich eine sehr sinnvolle Aktion, wenn ihr jetzt sehr viel matte Foundations benutzt, so wie ich. Ich gucke sie mir an, ansonsten benutze ich weiterhin meine Primer-Unterlage sozusagen. Dann gibt es den Fresh It Up Primer. Das gibt es einfach, ein Hydrating Primer. Sehr, sehr geil. Ich habe tatsächlich jetzt einen Pre-Aufsteller gefunden, wo es den Goodbye Pores gegeben hat. Den habe ich heute benutzt. Leute, das ist der Shit, sage ich euch. Das fühlt sich ein bisschen an wie der Benefit Poreless, also dieser Pore in irgendwas, der so ein bisschen crumbly und krustig ist. Der ist praktisch fast das Gleiche. Ihr tappt den schön in eure Haut ein und somit habt ihr ein ebenmäßigeres Hautbild, aber jetzt nicht ein Hautbild, was wawawum ist, ja? Dann habe ich hier noch den Brow Comb Designer. Das ist praktisch einer, der euch so ein bisschen Microblading nachahmt sozusagen. Den werde ich mir definitiv kaufen, weil ich bin mir sicher, dass der richtig cool ist, weil ich habe jetzt bei Maybelline einen gesehen. Der kostet 8 Euro. No, das zahle ich nicht. Dann haben wir noch ein Luminizing Powder in Waterproof. Das zeige ich euch hier. Oder ich zeige euch das komplett, je nachdem, wie es halt reinpasst. Das ist praktisch ein Puder, was ich hoffe, was denselben Effekt hat wie das Hourglass Puder, dass einfach ihr eine Art Setting Puder bekommt, was waterproof ist, aber gleichzeitig jetzt wie hier das Hourglass einfach so einen schönen Sheen hinterlässt. Das wäre natürlich mega geil. Dann haben wir noch so ein paar Cream Eyeshadow Sticks.
Die schaue ich mir auf jeden Fall an. Ich muss halt mal swatchen, wie die Farben aussehen. Das sind tatsächlich bei mir die einzigen Eyeshadow-Sticks, die nicht creasen. Ich habe die Eyelights von Dose, nee, von BH Cosmetics und ich könnte kotzen. Die sind so schlimm auf meinen Augen. Ich weiß nicht, liegt es an meinen, also eigentlich kann es nicht an meinen öligen Lidern. Einfach sind die total bekackt auf meinen Augen. Ich habe total den Film dann da drauf und das krustet mir darunter. Das gefällt mir auch nicht. Und das letzte Item, was ich definitiv testen werde, ist das HD Liquid Radiance Foundation. Es gibt ja diese Dropper Foundation auch als matt und jetzt gibt es sie auch in Radiant. Und jetzt bin ich praktisch erstmal fertig mit den Sachen, die ich eigentlich mir gerne angucken wollte. Ich habe mir sehr, sehr schöne Items gekauft. Zum Beispiel jetzt hier eines der schönsten Paletten, die ich mir wirklich letzte Zeit gekauft habe, ist auch gleichzeitig eine Produktempfehlung, ist die Luna Beauty und zwar Life is a Drag Palette. Ich liebe sie. Ich arbeite sehr, sehr gern mit diesem Blau. Also ich habe auch hier in diesem Look zum Schluss nochmal ganz, ganz leicht drauf getappt. Das gibt dem nochmal so einen gewissen Kick. Und eine sehr, sehr geile Empfehlung für euch ist auch noch die BH Cosmetics Highlighter Palette. Und zwar die Dual Lights. Ich finde die wahnsinnig gut. Also das sind so Paletten, wo ich sage, wow, da könnt ihr das Geld ausgeben. Auch eine super geile Empfehlung ist die Palette von gestern, diese ColourPop Matte. Ihr müsst jetzt einfach mal gucken, wie das von der Bestellung her ist. Also ich finde das unnormal schön. Ich denke, dass ich die mir auch nochmal bestellen werde, weil dieses Tier, wenn das aus ist, die Palette ja sehr langweilig wird. Also ich weiß jetzt auch nicht, also ich finde zum Beispiel auch dieses Grün sehr cool. Also ihr könntet das Ganze zum Beispiel auch ein bisschen aufpeppen mit einem Grün. Aber ich finde das Tier sehr cool. Ich gucke, dass ich diese Serie öfters mal bringe, weil ich wirklich jeden Tag irgendeine neue Palette sehe. Oder zum Beispiel jetzt, also ich will gucken, dass ich so jeden Sonntag alle 2 Wochen oder so euch so eine Wishlist und Anti-Haul zusammenschmeiße, weil ich ehrlich gesagt manchmal sehr, sehr, sehr geschockt bin, wie viele Sachen eigentlich gelauncht werden und ich weiß immer noch nicht, was ich dann haben möchte. Oft ist es auch so ein Ding, dass ich gerne mir was angucke, aber nicht weiß, wie das dann aussehen wird. Ich warte dann immer auf Reviews. Also damit wäre das Video eigentlich beendet. Die Liste wäre abgearbeitet und wir sehen uns auch im nächsten Video wieder.